Vor 4 Milliarden Jahren geschah etwas wirklich Unfassbares. Ein riesiger Gesteinsbrocken aus dem All rammte die Erde. Und was genau geschah dann? Das war bisher nicht so ganz klar. Jetzt hat der Geophysiker Simon Locke vielleicht die Idee. Was damals Dramatisches wahrscheinlich passierte und die Folgen jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wie entstand eigentlich der Mond? Eines ist klar, bei einer unglaublichen Katastrophe. Bisher war man der Ansicht, dass er quasi aus der Erde damals herausgesprengt wurde, aber so ganz passt diese Vorstellung einfach nicht. Das Mondgestein und das der Erde, die beiden, die sind ziemlich homogen, zu einheitlich. Jetzt hat der Geophysiker Simon Locke eine neue Idee. Als der Brocken die Erde traf, wurde die Erde seiner Ansicht nach komplett zerstört. Was übrig blieb, war eine Wolke aus Gas und flüssigem Gestein. Unglaublich heiß, aber kein Planet mehr. Die Erde war komplett zerstört worden, so meint er. Es dauerte dann nur noch ein paar hundert Jahre, bis sich die Wolke wieder verdichtete. Doch etwas war anders als vorher. Ein kleiner Teil der Materie bildete einen eigenen Klumpen, den Mond. Mit dieser Idee können viele Probleme gelöst werden. Und Locke hat es nachgerechnet. Genauso funktioniert es in seiner Simulation. Danach hat sich nach dem Zusammenstoß eine sogenannte Synestia gebildet. Ein sich schnell drehender Donut aus flüssigem oder zu Staub zerstörtem Gestein. Damit wäre erklärt, warum die Erde nur einen Mond hat, warum er den gesamten Drehimpuls des Erde-Mond-Systems trägt und vor allem, warum die Isotopenzusammensetzung des Mondgesteins mit dem der Erde nahezu identisch ist. Und das ist nur möglich, wenn dieser riesige Brocken Theia sich komplett mit der Erde und dem Mond vermischt hat, was nur geht, wenn sich als Zwischenstadium eine Synestia gebildet hat. Und noch eine Besonderheit des Mondgesteins passt zu dieser Hypothese. Flüchtige Elemente wie Kalium und Natrium können im Außenbereich einer solchen Synestia ins All entweichen. Das Mondgestein würde weniger von diesen Elementen enthalten. Und genau das ist der Fall. Noch ist die Fachwelt sehr skeptisch, aber bisher ist das die einzige Idee, die wirklich alles erklären kann. Nur eine solche Synestia wurde noch nie beobachtet. Vielleicht wird ja das James Webb Teleskop ein solches Phänomen dann bald finden. Allerdings wird sich nach neuesten Meldungen der Start verschieben. Was wirklich sehr schade ist, Geldmangel ist wohl der Grund. Wenn ihr als erstes Neues zu diesem Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer bei WhatsApp. Das geht hier mit diesem Link. Dann erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klicksum mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und so mitbestimmen, was hier bei Klicksum passiert. Der direkte Draht zu mir, einfach hier draufklicken. Ja, und natürlich nicht das Abo und genau die Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, 1000 Raketen zum Mars. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.